Bevor das Video losgeht, möchte ich einmal auf einen kleinen Sprachfehler meinerseits aus dem letzten Video eingehen. Und zwar, was haben wir denn da? Ja gut, den Mazda MX-5 habe ich schon, denn wie ihr hier sehen könnt, ich blende es ein, hatte ich unter dem letzten Video einen wirklich netten Kommentar: Mazda MX-5. Alter, das ist ein Honda S2000. Kein Plan haben, aber ein auf YouTuber machen. Ach du Scheiße, einfach nur peinlich. Ja schön, Joker. Wenn du mal ein paar Minuten weitergeschaut hättest, blende ich hier auch ein. So, aber jetzt können wir das Ganze billiger machen, denn das ist der Honda S2000 Ultimate Edition. Dann suchen wir uns den S2000 in der Ultimate Edition raus. S2000, 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 S2000. Dann hättest du gesehen oder gehört, dass ich diesen Wagen auch so genannt habe, wie er wirklich heißt. Und zwar, dass es ein Honda S2000 ist. Aber danke für den Hinweis. Oh, natürlich, ich wusste das natürlich nicht, dass das ein Honda ist. Also, danke dir. Also, das weiß ich jetzt nur wegen dir. Dankeschön nochmal. Und dieses Video ist jetzt für alle die, die auch mal darüber hinwegsehen können, wenn ein Mensch mal einen Fehler macht oder einen Sprachfehler hat oder sonst was. Denn kein Mensch ist perfekt und ich finde, das darf mal passieren. Ich habe euch die Stelle hier gerade eingeblendet, aber nun gut, zurück zum Video. Ich wünsche viel Spaß. Damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren The Crew 2 Video. Ja, in diesem Video geht es wieder um den aktuellen Live Summit, in dem Fall Santa Cruz 2, bei dem wir sage und schreibe 1 Million Follower bekommen für das Bronzepaket. Aber wir schauen direkt mal rein. Santa Cruz 2, genau da haben wir es nämlich. Bronze bekommen wir 1 Million Follower. Für Silber den grünen Rauch gewöhnlich. Für Gold bekommen wir den Aston Martin V8 Vintage S. Den müsste ich eigentlich schon haben, dann bekomme ich wieder Kohle dafür. Für die Platin-Belohnung den Live-Belohnungsschnüffler. Das ist der Live-Belohnungsriecher, aber der heißt halt Schnüffler, weil es ein komplettes Paket ist. Dann wollen wir mal weiterschauen. In den letzten Videos bin ich hier schon drauf eingegangen. Da bin ich auch schon drauf eingegangen. Genau, da gibt es für Platin den Mazda RX-8 in der Gold Edition. Und jetzt sehen wir hier das nächste Live-Summit-Paket. Und zwar bekommen wir dafür Bronze, den Ruhm-Paket mit 300.000 Follower. Für Silber, für den Ford Mustang Shelby GT 500 ein Komplettpaket. Dann bekommen wir für Gold den Fender Vero. Und für Platin bekommen wir Roter Sturm Unterbodenbeleuchtung episch. Und direkt danach, da könnt ihr schon sehen, da steht The Next Chase. Da kommt dann die nächste Season. Dann wollen wir erstmal hier reingehen in Santa Cruz 2. Und wie ihr sehen könnt, habe ich alle Fahrzeuge. Und was mir fehlte, war die Ninja. Ich blende das hier kurz mal ein, wie ich sie gekauft habe. Und mit dem Preisvergleich. So, zurück zum Summit. Seht ihr schon, Flucht, keine Einschränkung. Das heißt, ihr könnt wieder Autos oder was benutzen, was ihr wollt. Radarfalle, keine Einschränkung. Tiefflug, keine Einschränkung. Das ist schön. Da könnt ihr nämlich jedes Flugzeug nehmen, was ihr wollt. Nehmt einfach das, was ihr am besten habt. Ihr müsst nicht unbedingt ein Aerobatik-Flugzeug nehmen. Ihr könnt auch ein Air-Race-Flugzeug nehmen. Also, finde ich wirklich gut. Dann haben wir eine Extreme Series, also Live Extreme Series, keine Einschränkungen, Holiday Spezial. Dann haben wir ein Alpha GP mit dem Red Bull. Da bin ich mal gespannt, der rutscht ja ein bisschen hier und da. Dann haben wir ein Street Race mit der neuen GPZ 900R Ninja. Dann haben wir ein Rally Raid mit dem Countryman All 4 Racing. Dann ein Drift mit dem Agera R, da bin ich echt gespannt drauf. Wirklich, wirklich gespannt drauf. Und dann haben wir ein Rally Cross mit dem Delta S4. Den Live Summit werde ich wie immer in einem Livestream machen, auf Twitch natürlich, so wie immer. Und dementsprechend werde ich natürlich jetzt hier keine Disziplin zeigen und gehe raus und zeige euch die Bundles, was wir alles jetzt verfügbar haben. Dann haben wir hier das Vanity Pack. Da bekommen wir den endlosen Rauch selten, der ist halt bunt. Und dann bekommen wir noch diese Reifen. Oh, die sehen ganz nice aus. Reifen mit gelben Streifen. Das reimt sich sogar. Reifen mit gelben Streifen. Und dann bekommen wir noch gelbes Konfetti. Gut, das gelbe Konfetti habe ich schon.
Dementsprechend ist es bei mir wahrscheinlich ein bisschen günstiger, aber trotzdem noch sehr teuer mit 40.000 Crew Credits eigentlich oder halt 28.000 Crew Credits, wenn man den Season Pass hat. Dann gibt es das Elite Bundle und ja, was soll ich sagen, Leute? Das Elite Bundle muss ich auf jeden Fall haben. Ihr seht es oben, ich habe nur 8.000 Bucks, ich habe noch 129.000 Crew Credits. Das Elite Bundle werde ich mir aber trotzdem holen. Da werde ich auf jeden Fall zocken, damit ich das Elite Bundle bekomme, weil ich darüber natürlich auch noch Videos machen möchte, über diese beiden Fahrzeuge. Und zwar haben wir da den Bugatti, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Und dann haben wir noch den Bugatti Typ 57 SC Atlantic. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit den, das Vuelt Corp habe ich im letzten und vorletzten Video schon gezeigt. Das Welcome Pack habe ich im Video schon gezeigt. Jetzt geht's weiter mit Bad Santa. Was haben wir denn da Schönes? Oh, der Lamborghini Diablo GT aus dem Jahr 1999. Gut, den Wagen habe ich schon. Dann bekomme ich dafür den Schneemannrauch, episch. Ja, den will ich sehen. Na komm, zeig her. Ja, wie cool. Okay, das ist nice. Und jetzt die Reifen. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ja, ja, und die sehen ja cool aus. Ja, die sind ja cool. Ja, die gefallen mir auf jeden Fall. Warte mal, jetzt. Doch, die gefallen mir auf jeden Fall, aber schon wieder so teuer. Leute, guckt euch das an. Obwohl ich diesen Wagen schon habe, ne? Obwohl ich ihn habe, 75.999 Crew Credits oder wahlweise mit dem Season Pass 53.199 Crew Credits. Das ist einfach mal so ein 100.000 Crew Credits Paket. Das Ding kostet 10 Euro. So, jetzt gehen wir mal auf Prestige. Und da ist immer noch die Rundumleuchte Retro Warnleiste immer noch drin. Immer noch für 56.000 Crew Credits. Ich weiß nicht. Ich finde sie toll, aber ich weiß nicht. Ehrlich, ich weiß es nicht, ob ich mir die holen soll. Sie sieht ja cool aus. Wirklich. Aber ach, ich weiß nicht. Mal schauen, mal schauen. Dann kann man den Schneemann noch extra kaufen, einzeln. Den Schneemann auch für 56.000. Junge, dann nehme ich doch direkt einfach mal hier das hier für 53.000 und bekomme beides zusammen. Was übertreibt ihr denn neuerdings so mit den Preisen? Gut, Rundumleuchte Weihnachtsbaum, der ist kostenlos. Dann wird der doch jetzt mal gekauft. Ausgestattet am Porsche Baby, ja, alles klar, weil ich den gerade gewählt habe, den Wagen. Dann haben wir eine rote Tönung. Anschauen. Ja, das passt ja sogar zum Wagen. Also zu diesem Design passt das sogar. Das gefällt mir. 8.000? Ja komm, 8.000 ist natürlich ein normaler Preis. Diese Preise sind wir eigentlich gewohnt, aber diese neuen Preise, die sind natürlich... Ey Leute, das ist doch nicht mehr witzig. Auch da der grüne Reifen, den brauche ich natürlich auch noch. Aber 20.000 für einen Reifen. Na gut, der sieht geil aus, ne? Der sieht echt geil aus, der Reifen. Ach, Leute, ich weiß nicht. Aber jetzt hier das hier. Guckt euch das an. Rentierrauch oder Schneesturmrauch. 56.000 Crew Credits. Was ist los? Warum so teuer? Sieht natürlich geil aus. Aber trotzdem, es ist echt teuer, Leute. Also, boah. Da steckt man ja ein Zehner nach dem anderen rein. Ja, es sieht schön aus. Es sieht gut aus. Was haben wir hier noch? Das war es, glaube ich, sogar schon, ne? Das war es schon mit den ganzen Paketen hier. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde mir jetzt noch den grünen Reifen, glaube ich, holen. Ja, ich werde mir den... Ja, komm, pass auf. Ich zeige euch das jetzt. Ja, den grünen Reifen. Komm, egal, den hole ich mir jetzt. Und dann... Nein, nicht raus hier. So, wo haben wir das? Da haben wir Bad Santa. Und dann hole ich mir den Bad Santa noch. Bundle gekauft. Ihr konntet das sehen. Und jetzt gehe ich mal raus hier. Und dann zeige ich euch das Ganze. So, dann wollen wir uns das Ganze doch mal anschauen. Leider schneit es gerade nicht. Finde ich sehr, sehr schade. Aber, ja, da fliegen sie schon. Ja, finde ich ganz cool. Ist ganz witzig so für Weihnachten jetzt. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, schade. Leider nur beim Anfahren. Gekräuseltes Nitro. Ach, das ist ja schade, dass die wirklich nur beim Anfahren sind. Oder halt beim Driften dann. Der Baum, ehrlich gesagt, stört mich ein bisschen. Der hängt mir so richtig im Bild, weil
Schaut euch das mal an. Man kann einfach diesen ganzen Wagen da nicht sehen. Guck mal, da ist er wieder. Und jetzt sieht man den nicht mehr. Den kompletten Wagen sieht man nicht. Da will man rüber und dann... Der stört mich ein bisschen. Den baue ich ab. Prestige. Dann... Wo ist er? Genau, da ist er. Das baue ich ganz runter. Und dann mache ich mal... ja, was mache ich denn da? Warte mal, hier baue ich um. Die Schneemänner sind ganz toll, aber leider nicht durchgehend. Da finde ich doch sowas hier schon viel besser. Das hat nämlich einen kompletten Effekt. So, da könnt ihr das sehen, da fängt es an. Und das finde ich natürlich viel, viel cooler. Das hat nämlich auch einen durchgehenden Effekt. Deswegen finde ich das gerade sehr schade für so einen hohen Preis, dass die Schneemänner keinen durchgehenden Effekt haben. Sondern nur beim Starten oder beim Driften. Finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr schade. So, wieder nur beim Anfahren und jetzt hat es aufgehört. Ja, sehr schade halt, ne? Aber nun gut. Das soll es jetzt auch wieder mit diesem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn euch dieser VW Beetle hier gefällt, dann lasst mir auf jeden Fall auch ein kostenloses Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ja, natürlich nur ein Spaß, ne? Ihr wisst selber, dass es ein Porsche ist. Ich habe das extra gemacht. Wegen dem Kommentar ganz am Anfang. Ist auch egal. Auf jeden Fall Hashtag genau. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht zu abonnieren. Folgt mir noch auf Instagram und Twitch. Dann könnt ihr auch mal dabei sein, wenn ich live bin. Und ansonsten war es das jetzt, Leute. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, Nacht, wann ihr auch immer das Video anschaut. Und dann bin ich raus und sage ciao. Euer Marvin Keno. It's all about humanity.